Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich wieder für euch in Dragonfly unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder den Great Vault öffnen. Und ja, diesmal war ich mit 2 Chars unterwegs, nicht mehr wie beim letzten Mal mit über 100. Wieder quasi eine normale Woche. Einmal war ich mit dem Worry im LFR, da versuche ich ja immer noch die Legendary Axe zu farmen, die glaube ich der Kollege hier hat. Bis jetzt ist sie leider nicht gedroppt, aber wir kriegen natürlich dann auch immer ein bisschen Vault Loot und den holen wir jetzt raus. Mal gucken, vielleicht kriege ich irgendwas Schickes, was ich brauchen kann. Oh, schau mal, ein Umhang, da brauche ich sogar noch das T-Mock. Ist der jetzt besonders krass? Nee, mit Sicherheit nicht, aber T-Mock technisch ist der schon mal gut. Und damit habe ich ein Teil mehr, beziehungsweise der hat auch tatsächlich ein bisschen mehr Item-Level, wie ich sehe. Dann würde ich sagen, legen wir den gleich mal an. Und ja, das ist jetzt das Erste. Und das Zweite, ich war mit dem Druid ein bisschen unterwegs, mit meinem Main. Und zwar im M+. Und diesmal müsste ich einige Slots haben. Das letzte Mal hatte ich ja ein bisschen verkackt. Da habe ich eine M+-Instanz gemacht. Und habe dann blöderweise auf Tank gelassen und so ein blödes Tank-Trinket gekriegt, was absoluter Mist ist. Dieses Mal stellen wir auf jeden Fall auf Feral um, um dementsprechend nicht wieder hier irgendeinen Kack rauszuziehen. Ich bin die Woche, oder letzte Woche, muss man ja sagen, in einigen Instanzen unterwegs gewesen. Der Caprita und der Riak haben mich dazu motiviert, bei denen mitzulaufen, nämlich da quasi ein bisschen durchgezogen, weil ich ja selber die Season nicht wirklich im Plus gemacht habe. Aber ich muss sagen, selbst mit meinem Gear, ich habe so um die 460 rum, ging die 20er Keys relativ gut. Also wenn du es jetzt mit den anderen Seasons vergleichst, sind die, glaube ich, die Season sehr viel einfacher. Genau. Ich habe auch einiges Gear aus M+, wie ihr hier seht. Die Sachen habe ich aber noch nicht angezogen, weil ich die ja dann erstmal noch in den Katalysator packen muss und ich muss mal noch schauen, wie ich es dann mit dem T-Mog machen muss, ne, dass ich es nicht verkacke. Ich war jetzt letzte Woche alle Keys einmal auf 20, wie ihr seht. Und habe jetzt auch das Season Mount dadurch gekriegt. Was eine ganz nette Geschichte ist. Ich muss jetzt halt diese Woche noch ein paar Instanzen laufen, dass ich auf 2.5 komme. Für dementsprechend dann noch dieses T-Mog-Gedönse, ne, was man kriegt, wenn man auf 2.5 ist. Da sollte ja eigentlich einiges rauskommen. Genau, und die ganzen Ports habe ich halt jetzt auch. Das ist schon mal abgehakt. Gut, jetzt würde ich sagen, schauen wir in den Vault rein. Wichtig, wir stellen jetzt auf Wildheit um. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich irgendwas richtig krass Tolles rauskriege. Also es kann eigentlich fast alles ein Upgrade sein. Ich müsste 3 Slots haben. Jetzt schauen wir mal. Also, ich habe einmal einen Ring. Ah, oh, Versa Mastery. Okay, ich glaube, ich nehme den Ring. Der ist schon ziemlich gut. Großer Versa-Ring. Mit einem Haufen Tempo drauf. Ich denke, auf den wird es hinauslaufen. Dann hätten wir Tempo, Mastery, Brust. Die haut mich jetzt nicht vom Hocker, aber Brust werde ich ja in den Katalysator packen. Und Hände haut mich von den Stats auch nicht vom Hocker. Ja, aber ich denke mal, Ring wird hier tatsächlich das Sinnigste sein. Die anderen Sachen kannst du ja theoretisch dann über solche Sachen upgraden noch und dann in den Vault, in den Katalysator hauen. Also wir nehmen den Ring. Der wird wahrscheinlich hier das Beste sein. Und dann gibt es natürlich nochmal einen Key. Und mal gucken, was ich rauskriege. Ich hoffe, ich bekomme nicht Rabenwehr raus. Weil Rabenwehr... Ah ja, genau. Hier Dämmerung haben wir, der ewigen. Und zwar Rabenwehr war ich jetzt, ich glaube, 3-mal oder so schon. Gut, also den Ring, den können wir eigentlich direkt anziehen. Wen schmeiße ich denn da raus? Na gut. Ring schmeiße ich raus. Seht ihr, da habe ich schon einen mit relativ viel Verse angehabt. Ein PvP-Ring. Das ist krass. Der PvP-Ring hat sogar mehr Versa drauf als der, aber natürlich wesentlich weniger Tempo, ne? Naja, nicht schlecht. Na, die PvP-Items haben allgemein immer sehr, sehr viel Versa-Stat. Gut, dann legen wir den mal an. Und dann schauen wir einmal. Ich brauche noch eine Verzauberung. Vielseitigkeit hatte ich da vorhin drauf. Ne, ist klar, da gucke ich natürlich, dass ich möglichst viel Vielseitigkeit habe, um ein bisschen defier zu sein. Gegenstandsverbesserung. Halt, da sind wir. Dann brauchen wir einen Finger. Und dann geben wir Vielseitigkeit an und da haben wir es. Ich muss sagen, in der Expansion sind die Verzauberungsgeschichten relativ günstig, ne? Also da kann ich echt nichts sagen. Juti, dann muss ich mal gucken, was ich die Woche noch so mache im Plus technisch. Und dann werde ich eventuell hier mal die Sachen anlegen und upgraden. Ich habe einige Slots. Und dann muss ich aber vorher noch mal ein bisschen schauen, wie es mit dem T-Mog so gestaltet. Denn es wäre natürlich sinnig,
wenn ich die Sachen halt auch noch hier halt, das ist das Falsche, hier fürs HC und Mythic-Set vielleicht kriege, ne? Also vielleicht erst ein Katalysator und dann Upgrade, aber das muss ich mal noch schauen, wie ich es genau mache und welche Teile ich dann überhaupt aus Sinnig brauche. Gut, das war's jetzt mit dem kleinen Opening-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne, was ihr so die Woche bekommen habt. Und ja, dann sehen wir uns gerne nächste Woche wieder beim Vault-Opening. Euer Chilla, bis dahin. Ciao.